Das heißt, wir haben das jetzt so angemacht beim Kunden, dass wir jetzt als erstes, wenn Sie wechseln, hier sind Knöpfe. Der ist mit Strom, der ist angeschlossen. Ich drücke einmal den Knopf. Strom. Jetzt ist er aus. Zweitens, wir haben Wasserzufuhr. Die Wasserzufuhr zumachen, das ist hier extra oder Sie machen das beim Anschluss. Und als drittes, Sie drehen den Wassertank zu. So, dann haben Sie den Wassertank zugedreht. Dann haben Sie drei Vorgänge. Ich drehe das auch, um der Besitzerin es zu zeigen. So, und als nächstes ist ganz einfach. Ja, Sie brauchen einen Lappen jetzt. Ich habe es jetzt irrtümlicher angemacht, ne? Irrtümlicherweise. So, und jetzt ist es offen. Und was mache ich ganz einfach jetzt? Wir wollen wechseln. Gewechselt wird der Aktivkohle einmal im Jahr, der Sediment einmal im Jahr und der nach ca. 5 Jahren. Und so gucken Sie mal, wie bequem das hier ist. Ne? Und das Wasser ist ausgemacht. So, jetzt kommt natürlich ein bisschen Wasser. Sie sehen, Sie nehmen den alten Filter raus und machen den neuen rein. Und gucken Sie mal, wie einfach. Hier ist ein bisschen Flüssigkeit, aber mache ich gleich weg. So, Sie drücken das rein, es kommt runter. Und zack, genauso den zweiten. Und dann machen Sie zu. Dann machen Sie zu. Als nächstes, was machen Sie? Sie machen das Wasser auf. Jetzt fließt das Wasser. Sie machen das Gerät an. Und Sie machen den Tank auf. Fertig. Jetzt sind die Filter getauscht. Innerhalb von 2 Minuten. Wo gibt es denn so einen praktischen Filtertausch? Nur mit einem Mailkasten.